Endlich ist der Hexer seiner geliebten Triss etwas näher gekommen und hat sogar ihr Herz gewonnen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher 3 Wild Hunt Part 108 müsste das sein. Ja, und wir haben direkt im Anschluss nach unserem kleinen Rendezvous hier auf dem Leuchtturm eine kleine Unterhaltung gehabt mit Dixon, der vorhat, jemanden umzubringen, und zwar nicht irgendjemanden, sondern niemand geringeren als König Radovid. Ja, denn er wittert eine Gefahr für alle Anderlinge dieser Welt und damit auch die Freunde von unserem guten Geralt. Ne? Die sind natürlich auch im Wesentlichen Anderlinge, wenn man an Triss allein schon denkt, ne, an Yennefer und den guten Soltan natürlich nicht zu vergessen, ne? Ja, und jetzt ist die Frage, sollen wir uns daran beteiligen? Also wir würden nicht direkt ihn umbringen, aber wir wären auf jeden Fall mit an den Vorbereitungen beteiligt und ja, mal sehen. Ich bin noch unentschlossen, Leute, denn letztendlich ist noch ein Auftrag, den wir letztendlich ausführen sollen für Radovid, ist damit noch verknüpft. Der würde natürlich scheitern, wenn wir ihn davor umrichten, sag ich mal so, ne? Wir sollen nämlich die Philippa Eilhardt für ihn finden und die Quest wäre natürlich dann logischerweise gescheitert, wenn der Questgeber gestorben ist. Tja, jetzt heißt es nach wie vor Reiseziel Skellige. Was soll ich jetzt machen, Leute? Hier gibt es noch so viel zu tun, bevor wir nach Skellige aufbrechen. Deswegen mache ich mich erstmal nochmal schlau, welche Aufträge uns nach wie vor hier... Ja, das sind hier die Hauptquests natürlich, ne? Ein Poet in Nöten. Ja, es verlangt von uns das Wenigste ab, letztendlich. Trifft Soltan am Ort des Hinterhalts, genau. Ja, ich glaube, das werde ich zunächst machen, denn die hat sich ja freigeschaltet, als wir den guten Dudu getroffen haben. Wir haben ihn ja im Zuge eines Theaterstücks, konnten wir ja seine Identität ausmachen und ja, soweit so gut. Denn der Dudu, der hilft uns ja oder kann uns dabei helfen, Rittersporn zu befreien, denn Rittersporn wiederum weiß, wo sich Ciri aufhält, oder höchstwahrscheinlich. Wo sich Ciri auffällt, ne? Mal gucken. Ja, dann würde ich das doch zuerst machen. Denn, je weiter wir aufsteigen, desto weniger bringen uns die Quests, die unterhalb unseres Levels sind, natürlich, ne? Deswegen, ja, schlicht und ergreifend, ne? Irgendein Auswahlkriterium muss ich ja jetzt treffen und dann richten wir uns halt danach, ne? Okay. Ja, hier kann ich noch was, ein Pflänzchen pflücken, wunderbar, eine Traube. Traubensaft bringt Trauben. Nein, darauf gehe ich jetzt nie ein, auf diesen Werbespruch. Ne? Sonst kann ich das Video hier nicht monetarisieren. Und da ist auch schon ein Necker. Sehr schön. Aber ich zwar erwähnte ja, das wäre kein Neckerauftrag diesmal, ne? Mit denen wir uns da behelligen. Oh, Neckerblut. Klauen brauche ich nicht unbedingt. Ich glaube, da kann ich Pfeilspitzen oder sowas ähnliches draus schnitzen. Oder für unsere Armbrust irgendwelche Bolzen. Was, hier ist nur ein Neckar? Ne, das glaube ich aber nicht. Vielleicht ist hier auch ein Nest in der Nähe. Dann nehmen wir das gleich nochmal mit im Zuge dieser Folge auf jeden Fall. Ja, oh, das war nicht sehr nett. Wir haben jetzt von hinten attackiert. Wow, die machen ganz schön Schaden. Kann das mal sein? Die sind ja hier sehr weitläufig verteilt, sehr extensiv. Sehr komisch. Hier noch mehr Trauben. Aber wer weiß, was es mit den Trauben hier auf sich hat. Vielleicht kann man daraus auch einen Heiltrank oder sowas wieder mal herstellen. Wäre ja cool. Gut, ein Poet in Nöten. Ich glaube, da müssen wir uns hin teleportieren. Weltkarte aufrufen und ja, hier ist leider ach doch, am Leuchtturm ist der, na gut, warum sind wir denn jetzt vom Leuchtturm weggegangen, denn, oh Gott, aber hier ist weit und breit, ach ja, hier Weizenfelder, da könnten wir uns jetzt hin teleportieren, ja, das mache ich auch, ne, lange Rede, kurzer Sinn, gehen wir zurück zum Leuchttürmchen.
Genau, da ist er. Und ja, hier scheint kein Nest zu sein, also kein Leckernest. Dann können wir auch direkt weitergehen zur Quest und uns des Auftrags annehmen. Ein Poet in Nöten. Ja, welcher Poet ist damit wohl gemein, ne? Rittersporn natürlich. Wir wollen ihn ja endlich befreien, den Guten. Also machen wir hier direkt damit weiter. So, schneide ich jetzt mal nicht raus. Wie gesagt, die Ladezeiten halten sich eigentlich in Grenzen. Die sind relativ kurz. Da geht's schon weiter. Wunderbar. Und inzwischen ist auch wieder der Tag angebrochen. Wunderschön. Ja, jetzt rufe ich mal Plötze. Das geht ja doch ein bisschen plötzlicher. Plötzlicher. Der Transport von A nach B. Wo ist er denn? Ach, da. Komm her, mein Plötzchen. Die haben so schön animiert, finde ich, ne? Hier war doch mal ein Pferderennen, ja, oder so? Kann es sein? Ja, es sieht definitiv danach aus. Ich glaube, unser erstes Pferderennen war das. In The Witcher. Lang, lang ist sehr irgendwann vergangenes Jahr. So. Mach langsam. Oh. Noch einer. Los, lauf mit den anderen nach Hause. Herr, hab doch Gnade. Wir können nirgendwo hin. Für uns heißt es Novigrad oder der Tod. Jetzt reicht's mir aber mit euch. Schiebt ab, sonst lasse ich euch aufspießen. Oh. Lass sie durch. Ja, die... Sie sind verzweifelt. Lass sie durch. Ich sehe nicht, was daran schlimm sein soll. Eben. Verdammt nochmal, wie oft muss ich es wiederholen? Ich habe Befehl, jeden abzuweisen, der keinen Passierschein hat. Vielleicht können wir uns einigen. Ja gut, ich möchte mich jetzt nicht wieder in eine Schlägerei verwickeln lassen, deswegen gehen wir hier mal in den Vollstuhl. Der König ist weit weg und deine Bezahlung ist gewiss lausig. Meinst du nicht, dass wir uns einigen können? Du meinst, du willst einen Einmalpassierschein kaufen? Genau. Ah, es ist was anderes. Ihr könnt euch... Ach, Mann, sind die alle korrupt hier. Ist ja Wahnsinn. Danke. Wir können nirgends mehr hin. Novigrad, das ist eine Chance auf ein neues Leben. Bleibt von den Straßen weg, sonst lauft ihr in die nächste Patrouille. Das soll uns nicht nochmal passieren. Wir werden vorsichtig sein wie Hasen auf offenem Felde. Aber du bist doch ein anderes Kaliber als wir. Eher wie der Held, der im Grab in den Buckelhügeln liegt. Das Grab befindet sich in einer Höhle in den Hügeln. Sehr schön. Die Leute sagen, dass darin unglaubliche Schätze liegen. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Viel Glück. Sehr cool. Gleich eine Nebenquest dadurch erhalten, indem wir dem hier geholfen haben. Vielleicht können wir hier noch beim Schieben helfen. Ich glaube nicht, oder? Ja, wir haben ja die Flüchtlingsströme gesehen, als wir auf dem Weg nach Novigrad waren. Ne? Das war jetzt nur eine kleine Nebenquest natürlich, noch nicht unsere Hauptquest, die ich zuerst machen möchte, ne? Bevor wir uns dann irgendwelchen Nebenquests widmen, um zum Beispiel neue Hexasets und so zu bekommen. Was wir natürlich früher oder später machen müssen, ne? Um hier eine Chance zu haben. Immerhin spiele ich den Schwierigkeitsgrad Todes. Mach langsam. Marsch. Moment, hier komme ich nicht hoch, oder? Mit Gäulchen. Los, lauf! Ah, hier sind sie, da oben. Ich habe sie doch schon gehört. Nein, steige ich jetzt mal ab. Ups. Zu Fuß komme ich hier, glaube ich, besser zurecht. Ja, wunderbar. Ah, ich habe doch Soltan gehört. Hallo, Soltan. Dann ist wohl alles bereit. Ja, sobald wir sie sehen, blockieren wir den Weg. Zur Not gegen eine ganze Einheit. Wobei, du weißt ja, dass ich den Plan toll finde und immer gerne helfe. Und ich habe gewiss nichts dagegen, ein paar Heuchlern den Schädel einzuschlagen. Aber wenn wir nun schon einen Doppler haben, warum lässt er nicht einfach Rittersporn frei und fertig? Dachte ich eigentlich auch. Oh, das wäre wahrscheinlich verdächtig, ja. Zu verdächtig. Überleg mal. Menge verschwindet, taucht mit einer Narbe im Gesicht wieder auf und lässt Rittersporn frei? Tja, ich schätze, du hast recht. Priscilla, ja. Was machst du denn hier? Ein Kind hat eine Nachricht von Dudu gebracht. Der Konvoi bricht bei Tagesanbruch auf. Darf ich hier bleiben? Ich kann nicht länger zu Hause sitzen.
und mich um Rittersporn sorgen. Keine Bange, meine Liebe. Du kriegst den schönen Mann zurück. Komplett mit seinem guten... verdammt, wenn Damen in der Nähe sind, muss man echt auf seine Reime achten. Geh in die Stadt zurück. Bitte. Ich störe auch nicht. Ach, Geralt, nun lass sie doch. Schau sie an, ganz verheult. Wie mein Fifi, als er Verstopfung hatte. Schönes Beispiel. Aber sie ist ein bisschen auffällig gekleidet. Also haben wir vielleicht irgendwas Camouflage-mäßiges dabei? Puh, das ist kein Ort für sie. Aber vielleicht kann sie uns ja trotzdem noch irgendwie von Nutzen sein, indem sie die irgendwie ablenkt oder so. Naja, mal gucken. Gut, sie soll bleiben. Na gut, sie kann bleiben. Unter einer Bedingung. Ich weiß. Sobald der Kampf beginnt, halte ich Abstand. Genau. Noch ist ja nichts los. Und es könnte auch noch eine Weile dauern. Also, wie wär's mit einer Partie Gwent? Mir ist nicht danach. Nee, jetzt nicht. Mir ist gerade nicht danach. Spielt doch ihr beide. Genau. Gut. Du kennst die Grundlagen. Das steht fest. Jetzt können wir richtig spielen. Sie kommen! Da kommen sie! Also. Priscilla, bleib hier. Ich habe ja nur ein mieses Blatt, also da habe ich eh keine Chance. Mit dem Blatt. Weil ich halt wenig gespielt habe, ne? Wenig gezockt habe. Bisher, also soweit ich das weiß noch. Aha, ist er da drin, ne? Guter Ritterspawn. Können wir wohl noch mehr Leute befreien. Sehr schön. Boah, ein Pferd. Oh nee! Rittersporn. Das sah aus wie Rittersporn, ja. Plötze. Überlass die hier uns! Lass doch Plötze. Okay, schnell. Ich muss hinterher. Rittersporn ist in Gefahr. Ah, die wussten natürlich genau, woher der Wind weht hier anscheinend. Ich muss nach Spuren suchen. Ja, schön. Der ist doch schon längst über alle Berge. Mann! Hier sind sie durchgeritten. Beweg dich! In welche Richtung? Ah, ich glaube, das ist schon die richtige Richtung. Lauf, Plätze! Den Weg entlang hier? Ja. Also, was man so als langsam, Weg noch identifizieren langsam. Kann, so halbwegs. Runtergetretener Rasen hier. Ja. Ah, zum Wasser! Nee. Noch nicht. Oh Gott. Ich sehe hier Wasserweiber aufkreuzen. Also direkt am Strand immer. Die Spuren sind tief. Das Pferd war schwer beladen. Na ja, klar. Komm schon. Mit Rittersporn halt und dem Hexenjäger. Sieht das denn hier aus wie ein Trainingsgelände? Nee. Los, lauf! Honig. Ach, Honigwaben. Hier durch, ja? Okay. Aha. Okay, okay, okay. Weiter so, Plätze. Ja, 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 ja. Wir kommen ihn so schneller. Langsam auf die Spur. Ja, okay, hier ist der weitere Radius. Und jetzt sind sie hier lang. Los, los. Gott, was hier alles wächst. Moment, jetzt habe ich es kurz verloren. Komm jetzt. Hier. Hier durch? Ja, hier durch. Hier ist der Boden eher so bräunlich verfärbt. Hufspuren. Die Spuren schwerer zu lesen, sagen wir es mal so. Ah, hier den Weg entlang. Komm naja. Jetzt. Okay, hier geht's für uns weiter. Quest aktualisiert. Sechs, so ist gut. Ja, das mache ich ja die ganze Zeit. Ich will ihn ja finden. Ah, dann ist er hier abgebogen. Nicht, dass die mich narren wollten und im Kreis geritten sind oder
Der eine Typ auf jeden Fall. Rittersporn konnte ja nichts. Aha. Ja, hier geht's weiter. Sieht aus, als würde es lahmen. Ah, okay. Jetzt sind sie querfeld eingeritten, ja. Hier lang, okay. Beweg dich! Oh oh. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Langsam, langsam. Langsam, nicht schnell. Oh! Das war das Pferd, oder was? Okay. Erkunde den Bereich in der Nähe. Vor der Hütte im Wald, okay. Ich höre doch gerade was da. Habt ihr jemanden gesehen? Was zur Hölle ist hier los? Ach, auch Anderlinge, Adil. Was ist los? Sag du's uns! Einer dieser Jäger ist in die Hütte geplatzt und hat uns rausgeworfen, bevor wir irgendwas sagen konnten. Aha. Hatte er noch einen Mann dabei? Groß und dunkelhaarig? Ja, permanent am Fasen. Das klingt nach Ritterspur. Der Jäger hat sich also verbarrikadiert. Gibt's noch einen Zugang? Den gibt es in der Tat. Wollt ihr den Hexenjäger loswerden oder nicht? Na, dann sagt's mir. Wollt ihr den Jäger loswerden oder nicht? Ehrlich? Wir wollen euch alle loswerden. Aber er wäre ein guter Anfang. Hier, der Schlüssel. Die Kellertür ist hinten. Okay. Danke. Ja, ich muss verhindern, dass er ihn als Geisel nimmt. Coole Musik, also. Sie hätten so auch neue Musikstücke eingefügt, ne? Im Zuge der diversen Updates, die ja erfolgt sind. Hier ist die Kellertür, sehr geil. Die war natürlich früher mal außerhalb der Gebäude. Ja, in Amiland ist es ja immer noch so, ne? Benutzen. Ah, nichts wie runter. Und woher weiß ich, dass du keine Dummheit machst? Ich gehe mit dir. Ich habe ja eh keine andere Wahl, oder? Ah, immer schön. Das ist ja kein gewöhnlicher Gegenstand. Ne, die brauche ich nicht. Verstehen. Ja, aber du wirst es nicht. Oh, hier haben sie so. Ihr Nobby-Keller, oder was? Die Zwerge. Sehr geil. Ein bisschen Alkohol. Nicht mehr, nicht weniger. Oder ich will nicht Julian alte Tankers bis Count in den Hofe sein. Ich muss hier nach oben. Bis Count. Bitte, du hast eine weise Wahl getroffen. Sehr weise. Noch magst du nur ein Hauptmann sein, aber bald. Ach, er besticht ihn gerade. Oh, oh. Moment! Hallo? Bis gleich, Leute. Still, ich höre doch was. Moment, weißt du, ich und mein Knebe, wir passen nicht. Genau. Einfach umwerfen, den Typen. Oh oh, ja, einfaches. Eieiei. Der hält was aus. Der lässt sich nicht so einfach umwerfen. Das gilt nur für die Einfacher, für das Fußvolk quasi. Oh, der hält was aus, der Typ. Der ist ja gerade mal Stufe 13. Und wir sind Stufe 16. War doch schon, ne? Stufe 16? Oh. Au! Au! Wir können den Bus ins Staucheln bringen, so ein bisschen. Oh, okay, und verbrennen. Boah, ist das ein harter Fight. Muss ja aufpassen, dass wir nicht noch Rittersporn in Gefahr bringen. Yes, das war knapp. Okay, Rittersporn, ja, kannst gleich wieder losfasern, aber erstmal möchte ich hier ein bisschen was erinnern. Ah, Alkohol ist. Genau, das brauchen wir doch. Nur ein Becher. Hatte der noch was dabei, was von Wert ist? Oh ja, ein makelloser Rubin. Ich glaube, den brauchen wir doch für einen bestimmten Auftrag, wenn ich mich nicht irre. Da war doch was. Sehr cool. Kann ich den auch noch erledigen? Wasserflasche? Ja, ich helfe dir doch, Rittersporn. Nur ein bisschen Geduld. Das hältst du jetzt auch noch aus. Also komm, befreien. Geralt, musst du immer alles versauen? Ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Ach, von wegen. Wie gut, dich zu sehen, mein Freund. Warst ja eine Weile nicht in Novigrad. Was? Komm mit, reden wir draus.
Priscilla, was machst du denn hier? Geht's dir gut? Ich war krank vor Sorge. Rittersporn, du Gauner. Das hast du dem Mädel zu verdanken, dass wir dir nachsteigen. Sie hat keine Ruhe gegeben. Schade, dass du verpasst hast, wie wir den Jäger erledigt haben. Ich hatte einen perfekten Plan. Aber dann kam Geralt. Rittersporn, ich muss dich was fragen. Es ist wichtig, also konzentrier dich. Wo ist Ciri? Ciri? Ich dachte, da du hier bist, hast du sie nicht gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Na schön. Ich weiß, dass du ihr helfen wolltest, genau. Ich weiß, dass du ihr helfen wolltest. Aber ich verstehe nicht ganz, warum du ausgerechnet zu Hurensohn Junior gegangen bist. Mir ist sonst niemand eingefallen. Oh, mit mehr Zeit hätte ich vielleicht anders entschieden. Aber Ciri meinte, die wilde Jagd sei ihr auf den Fersen. Hurensohn schien vergleichsweise harmlos. Es ist was schiefgelaufen. Dann weißt du schon alles? Jupp. Du bist doch wohl nicht sauer. Mein Plan war perfekt. Theoretisch jedenfalls. Wie hätte ich wissen können, dass Menge hinter Dudu her war? Ich habe genug von deinem Plan gehört. Jetzt muss ich wissen, was mit Ciri geschehen ist. Genau, wann hast du sie zuletzt gesehen? Wir waren auf der Tempelinsel und sind vor Hurensohns Männern weggelaufen. Ja, offenbar können wir jetzt wieder mit Ciri spielen, okay. Eieiei, das wird wieder umgewöhnen. Sie ist ja eher so schnell und flink und hat dafür die anderen Fähigkeiten. Das Hexer ist ja nicht. Leider. Aber das macht sie so ein bisschen wett mit ihren Fähigkeiten, sich schnell zu bewegen. Sie haben die Tore blockiert! Wir müssen rennen! Schnapp dir ein Pferd! Zum Tempel! Zum Glück halten nicht allzu viel aus. Ah, so langsam. Oh, oh Gott. Oh nee. Oh no, uff. Bis gleich, Leute. So, ich glaube, ich sollte mich zunächst mal um die Bogenschützen hier kümmern. Weil die kosten uns eine Menge Energie. Ich guck mal, bis wo die sind. Ja, sonst ist es cool mit ihr. Yes, jetzt mal sich ihre Gesundheit permanent regeneriert. Oh Gott, da ist noch einer. Reißt euch zusammen, Jungs. Sehr gut. Ja, langsam komme ich klar mit ihrer Steuerung. Aber da waren ja noch mehr. Leider. Ah ja, das war der Armbrustschütze, ja, die müssen wir mal zuerst erledigen. So, jetzt müsste das Tor ja irgendwie auch. Sie haben die Tore blockiert! Okay. Wir müssen rennen! Schnapp dir ein Pferd! Zum Tempel! Okay. Juhu, okay. Halsbrecherisches Tempo. Ja, das werden wir brauchen, aber ich sehe schon die nächsten Gegner. Ist egal, rennen wir einfach mal vorbei. Galoppieren vorbei. Oh, das Pferd hat nicht viel Ausdauer. Links. Nicht so wie Plätze. Oh, verdammt. Die fühlt sich nur langsam wieder auf. Sehr schön, ab zum Tempel. Okay. Lass dein Pferd hier! Es muss sein! Ja. Wir sind fast da! Ja, schön! Oh oh. Ha, wie war das? Genau. Müssen wir Armbrustschützen kümmern. Ja, die ziehen uns unheimlich viel ab, diese Schweine. Sehr gut. Ja, ich halte nichts mehr aus hier mit ihr. So. Ah! Nein! Oh, nicht doch. Bis gleich, Leute. Immer diese Abgründe. So, Leute, herzlich willkommen zurück. Ja, wie gesagt, ne, ich hasse Abgründe, nicht nur in Dark Souls. Oh! Auch hier. Muss ich die erst kalt machen? Wahrscheinlich, ne? Oh Gott. Ja, vorher komme ich hier wahrscheinlich nicht rein. Oh Gott. Rittersporn, hilf doch mal. Oh, das ist echt mies. Oh Gott.
schnell. Okay, einer weniger. Da schießt schon wieder einer auf uns. Da oben. Schluss damit. Boah. Das waren sie hoffentlich. Okay, Ritter Sporn. Komm, weiter geht's. Sag bloß, er kann Schlösser knacken. Nö, er geht einfach durch. Er kann Türen öffnen. Ist ja auch was. Sie wollen zum Platz! Hierher! Oh, ist ein Priester. Wache! Wache! Ritter Sporn! Oh nein. Da ist hier jetzt drauf. Siri! Scheiße. Nein. Oh. Ah, die hat sich aufgelöst. Siri? Das hat beiden das Leben gerettet. Oh je. Verdammt. Nehmt diesen Mann fest! Tja, so. Ach, was für ein Abenteuer. Auf jeden Fall. Eben noch ziehen wir den Raub des Jahrhunderts durch und nun sind wir Beute mit einem Haufen Jäger auf den Fersen. Ja, eine großartige Geschichte. Aber ich habe genug von dieser Prahlerei. Komm, Soltan, wir müssen die Halblinge überzeugen, dass sie nichts gesehen haben. Das ist Material für einen ganzen Balladenband. Oh je. Der wird weggehen wie warme Semmeln. Schön, das will doch keiner lesen. Darum geht es dir hier und was ist mit Siri? Klar, du bist ein Vermögender. Ja. Ist das alles, was dich kümmert? Echt? Die Balladen, die dabei rausspringen? Dein Ego nimmt wohl Überhand. Oh ja. Du wirst im Alter immer selbstsüchtiger. Worum geht's hier eigentlich? Um Ciri. Warum soll ich mir denn um Ciri sorgen? Weißt du denn nicht, wie sie kämpft? Mhm. Das Mädel kann auf sich aufpassen, glaub mir. Oh ja. Außerdem muss sie ja wegen dieses Kästchens wiederkommen. Das Ding, mit dem alles angefangen genau. hat. Das hier? Genau, das magische Teil. Das hast du von Hurensohn? Mhm. Oh, da wird Ciri aber froh sein. Aber Hurensohn ist bestimmt außer sich. Mhm. Hurensohn war in der Tat nicht begeistert, ja. Machen wir's. Tja, entzückt war er nicht. Du hast bei der Gelegenheit nicht zufällig ein gutes Wort für mich eingelegt? Nein? Vielleicht, dass ich ihn nie betrügen wollte und dass er es mit dir zu tun kriegt, wenn er mir ein Haar krümmt? Sowas in der Art. Nein, aber ich mach's beim nächsten Mal. Dazu war keine Zeit, nicht wirklich, ne? Ich hatte nicht genug Zeit. Du scherst dich einen Dreck um deine Freunde. Gar nicht wahr. Was ist mit Siggi Räuven? Wie geht's dem? Gut, soweit ich weiß. Das ist schlecht. In mir nagt der Verdacht, dass er ein klein bisschen wütend auf mich was? Ist. Was? Weißt du, wozu dieses Phylakterium gut ist? Hat Ciri dir mal gesagt, was das ist? Oder wieso sie damit zu Hurensohn gegangen ist? Sie ist zu Hurensohn gegangen, weil ich sie hingebracht habe. Ich hätte wissen müssen, dass das deine Idee war. Was? Ihr magisches Dingsbums war kaputt. Hurensohn hatte Kontakt zu den Magiern, die es reparieren konnten. Außerdem brauchte sie Hilfe beim Entziffern eines Fluchs. Dessen Beschwörung. Aha. Warum hat sie Interesse an einem Fluch? Warum hat Ciri sich für diesen Fluch interessiert? Wollte sie ihn wirken oder brechen? Hat sie das gesagt? Sie wollte überhaupt nicht drüber reden. Und ich wollte nicht neugierig sein. Das eine Mal, wo es nützlich gewesen wäre. Ja, aber. Aber ich bin mir fast sicher, dass sie ihn brechen wollte. Bei wem? Oder bei was? Bei sich selbst. Oder bei sich selbst? Wahrscheinlich. Nein, ich glaube nicht. Ich meine, sie sah nicht verflucht aus. Aber sie hatte es ganz schön eilig. Hm. Weißt du noch mehr über den Fluch? Hm. Weißt du noch mehr über den Fluch? Etwas Bestimmtes? Ein Detail? Irgendwas? Also ich weiß die Worte.
Nicht dein Ernst. Doch, es war elfisch. Ciri hat den Spruch ständig wiederholt. Sie wollte ihn sich wohl einprägen. Er ging so. Vafail Elaine, Ketmil Foli, Gledif Dorn Eptenait, Bundro Itne Iakus. Das sagt mir nichts. Mir noch weniger. Ja. Mir erstmal. Oh, ich muss Ciri finden. Hat Ciri sonst noch was gesagt, genau. Mist, das reicht einfach nicht. Hat Ciri sonst noch was gesagt? Sie hat gar nicht viel gesagt, um ehrlich zu sein. Geralt, sie ist nicht mehr das kleine Mädchen, das durch Kaer Morhen rannte. Sicher ist sie immer noch impulsiv und lebendig, aber auch stur und launisch. Der Apfel ist nicht weit gefallen, sag ich dir. Ah ja. Ich muss Ciri finden. Sie ist mir wieder entglitten. Ich war so dicht dran. Sie kam aus Velen hierher. Offenbar hat ihr da jemand geholfen. Vielleicht ist sie zurückgegangen. Das bezweifle ich. Ich habe dort mit dem Baron gesprochen. Er hat Ciri geholfen. Er sagte, sie sei nach Novigrad geritten, um Yen und mich zu suchen. Und Yen ist in Skellige, um nach Spuren von Ciri zu suchen. Also? Skellige? Skellige. Ihr beiden habt jetzt genug geplappert. Jetzt will ich mich endlich mit Rittersporn unterhalten. Und wenn du fertig bist, bin ich dran. Wir sollten zum Rosmarin und Thymian zurückkehren. Genau. Tja, ich hatte für heute wirklich genügend Aufregung. Ein saftiger Braten und ein weiches Bett mit flauschigen Kissen. Das habe ich mir heute verdient. Wir haben uns doch ewig nicht gesehen und gesprochen. Kommst du vorbei, wenn du in der Gegend bist? Ganz sicher. Und zwar schon sehr bald. Ich nehme dich beim Wort, Geralt. Bis bald. Und nochmal vielen Dank für heute. Ehrlich, das erste Mal. Vielen Dank für heute, hat er deswegen auch gemeint, ne? Wer weiß, wann das nächste Mal Rittersporn in der Patsche sitzen wird und wir ihn wieder heraushauen müssen. Okay, super. Alles klar, Leute. Das war erstmal die Quest mit Rittersporn, die wir ja vollenden wollten. Also sprich, ihn befreien. Oh, super. Stufe 17 schon. Ja, aber wir brauchen noch mehr Punkte, damit ich meine Fähigkeit noch weiter ausbauen kann. Tja, aber egal. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, soll es das für diese Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ne? Bye, bye, ciao, ciao. Und falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Ne? Ich wünsche euch was, euer Chuck.